Einen wunderschönen guten Morgen aus dem wunderschönen New Jersey. Tag Nummer 2. Heute steht das erste Spiel an. Wir gucken uns die Giants an gegen die Cardinals. Angeblich ist hier das Hotel. Drei von unserer Gruppe haben schon das Hotel erspäht, wo die Cardinals wohl übernachten. Vielleicht laufen wir da gleich mal drauf vorbei und sehen da was. Ansonsten ja, fahren wir relativ zeitig dann halt zum Stadion, gucken uns Tailgating und Shops und so weiter an. Ja, und jetzt erstmal einen schönen, leckeren amerikanischen Kaffee. Yummy, yummy, yummy. Und dann geht's ab. Und du? Beschwer du dich nochmal über deutschen Kaffee? Na, das Beste. Beste. Frisch gemachtes Brötchen-Ding, aber schön in Plastik verpackt. So muss das sein. So sind sie, die Amis. So kennt man sie. Wir laufen jetzt zum Port Authority, ist in der Nähe von Times Square und von dort aus fahren wir dann mit dem Bus. Dauert dann ungefähr eine Stunde und ja, dann geht's ab zum Spiel. So, 3 Stunden vorm Spiel geht's los mit dem Bus. $7 pro Weg, also $14 insgesamt. Wir sind jetzt im Stadion, Musik ist natürlich laut, passend dazu muss natürlich jetzt gerade anfangen zu regnen, aber es geht klar. Plätze fast oben, viel weiter höher geht es eigentlich nicht, aber passt. Dach ist hier oben, vielleicht hilft es jetzt ja ein bisschen vom Regen. Schauen wir mal. Thank you.
think it's good. Werden wahrscheinlich gleich drei Touchdowns hinten liegen, aber der Hotdog ist gut. Das ist das Wichtigste. Saquon Barkley kann es halt nicht alleine richten, aber an sich ist es zumindest nochmal spannend geworden und ja, trotz Regen noch ein cooles Spiel, oder? Absolut, spannend bis zum Ende. Okay, wir waren vielleicht ein klein wenig voreilig, 2 Minuten noch und die Giants kriegen nochmal den Ball. Wir hoffen hier auf den, auf das Wunder von MetLife. Schauen wir mal, ob Daniel Jones jetzt hier was zaubert. War wohl nichts, hat leider nicht geklappt für die Giants. Wäre auch zu schön gewesen, aber naja, ich glaube letzten Endes verdient gewonnen von den Cardinals. So, wir haben uns schick gemacht, passend zum Wetter. So trägt man das jetzt hier. Jetzt geht's zum Bus. Wahrscheinlich müssen wir da jetzt wieder stundenlang warten im Regen.
uns jetzt die Metrocard geholt. $33 kostet das Ganze. Dann könnt ihr halt eine Woche lang fahren, so viel wie ihr wollt. Und da das Wetter jetzt beschissen ist, haben wir entschlossen, jetzt mit der Subway weiterzufahren. Und in New York Subway fahren ist sowieso die beste Idee, die du haben kannst. So, das nächste Fastfood-Restaurant. Check, Chipotle. Was hast du? Scharfen Salat. Scharfen Salat, Alter, was geht bei dir? Scharfer Salat. Ich hatte dieses neue Steakfleisch. Das war ja, das habe ich auch dabei in meinem Salat. Ja, ich bin ja draufgekommen, die Bowl. Das ist eigentlich Salat und Bowl ist das Gleiche, gell? Nur, dass unterhalb nochmal kurz Salat reinkommt. Irgendwie so. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was ist der Unterschied zwischen Salat und Bowl? Weil eigentlich ist der Bowl auch ein Salat. Ja, nix halt, ne? Ja, okay. Ja, also wenn ihr in den USA seid oder in Frankfurt, da gibt es das auch. Chipotle, mexikanisches Subway quasi. Dann sucht euch quasi aus, was ihr haben wollt und geht dann so Stationen durch. Richtig nice, richtig nice.